Besuch von einem jungen Herrn, der vor ein paar Wochen schon mal hier war. Da war ich aber nicht verantwortlich, da war das der Thorsten. Und er hat mir versprochen, dass er heute das Mikrofon nicht demolieren wird. Ich nehme an, dass er sein Versprechen halten wird. Magst du uns vorstellen, wer du bist? Ja, schönen guten Tag. Ich bin Niklas, komme aus Berlin und... alles gut, Leute. Dankeschön. Benehmt euch. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen während der Rede gerade. Zu Beginn habe ich ja einen Kommentar zum Thema Maske abgelassen, als ich dort stand, dass die Argumentation, ich wiederhole sie nochmal, ich wollte es eigentlich das letzte Mal schon erklären, wo ich hier war, die Maske bringt nichts, weil das Virus ist ja kleiner als die Lücke in den Masken und deshalb kann das Virus da ja einfach durch. Ich wiederhole das Argument nochmal, Virus 0,1 Mikrometer groß, die Lücken in die Maske 0,6 Mikrometer. Das ist auch richtig, bloß was vergessen wird, ist, die Maske ist ja fünflagig. Bedeutet, wenn ich fünf Lagen übereinander lege, verkleinert sich natürlich die Lücke in der Maske von 0,6 von 0,6 auf 0,3 Mikrometer, von 0,3 auf 0,15, von 0,15 auf 0,075 und von dort auf 0,03 Mikrometer. Das bedeutet, ich weiß jetzt nicht, also danke für den Applaus, aber das ist meiner Meinung nach richtig gerechnet. Was bedeutet, die Lücken zwischen den Masken oder zwischen den gewebten Stoff der Maske ist kleiner als das Virus. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie eine Münze haben und Sie haben da ein Fahrrad mit den Fahrradspeichen und Sie werfen die Münze durch. Wenn Sie ein Fahrrad haben, also ein Rad, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass die Münze einfach durchfliegt. Wenn Sie aber fünf hintereinander stellen, ist die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen groß, dass die Münze irgendwo hängen bleibt. Das ist der erste Punkt. Der zweite, zum Thema Maske, danach können wir auch irgendwie Interview machen oder so, wie auch immer. Das ist das Punkt mit den Van der Waals-Kräften. Also Van der Waals-Kräfte sind die Kräfte, das sind zwischenmolekularische Anziehungskräfte, hat nichts mit Magnetismus zu tun, die zum Beispiel dafür sorgen, dass der Regentropfen am Geländer unten hängen bleibt. Ja, normalerweise müsste der laut Schwerkraft einfach runterfallen, tut er aber nicht, er bleibt hängen. Das gleiche passiert mit der Maske und mit den Viren. Die Viren sind nie irgendwie isoliert in der Luft, sondern sind eigentlich immer in Tropfen. Ja, ihre Lunge ist ja auch feucht. Das bedeutet, wenn sie husten oder ausatmen, bindet sich das Wassertröpfchen mit dem Virus an der Maske fest. Ja, die wird quasi angesogen durch die Van der Waals-Kräfte. Können Sie in der Dusche mal ausprobieren oder so, da hängt ja auch der Tropfen an Ihrer Hand dran, auch wenn Sie schütteln, ist immer noch Wasser dran. Ja, das sind die Van der Waals-Kräfte. Und der dritte Punkt ist der, da will ja eine ganze Menge durch Ihre Maske durch. Ja, und der Luftstrom beim Ausatmen oder Husten wird durch die Maske elementar abgebremst. Sie können zum Beispiel mal versuchen, mit einer FFP2-Maske mit Feuerzeug auszupusten. Das schaffen Sie nicht. Das schaffen Sie mit einer FFP2-Maske nicht. Ja, das bedeutet also, der Luftstrom, der normalerweise ungefähr 1,5 Meter weit fliegen würde, bis zu 2 Meter, wenn Sie stark husten, der kommt noch nicht mal so weit, um eine Feuerzeugflamme zu löschen. Und dadurch schützen Sie auch mit einer OP-Maske andere Menschen vor Ihnen. Also so viel zum Thema Maske, um auch darauf mal zu antworten. Jetzt gerne Fragen oder... Gilt das auch in anderer Richtung? Das heißt, wenn ich schlecht ausatmen kann, heißt das auch umgekehrt, dass ich schlecht einatmen kann und den CO2-Ausstoß meinen eigenen immer wieder selbst einatme? Der medizinische Begriff wäre dafür eine Hypoxie. Kein medizinischer Begriff, einfach nur der Logik folgend. Du hast uns erklärt, dass man ganz schlecht ausatmen kann. Heißt das der Logik folgend, dass man auch ganz schlecht einatmen kann? Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass Sie schlecht ausatmen Warum nicht? Können. Doch, du hast gerade erklärt, dass... Doch, du hast uns gerade erklärt, Soll dass ich wir... Mal wiederholen? Ja, also, dann ich wiederholen habe gesagt, dass der Luftstrom abgebremst wird. Ich habe aber nicht gesagt, dass Sie die Luft nicht rausbekommen. Ich mache den Vorschlag. Nein, wieso soll ich das beantworten oder nicht? So, wenn Sie nicht ausatmen könnten, dann würde ja die Luft einfach in Ihrer Lunge bleiben. Dann könnten Sie auch gar nicht mehr einatmen danach. Also die Idee des Ganzen ist ja das Argument, man kriegt zu wenig Sauerstoff unter der Maske. So, das wäre eine Hypoxie. Das erste Symptom eines Sauerstoffmangels, einer Hypoxie, ist immer Wahrnehmungsverlust, Kopfschmerzen, Schwindel und
starke Atemnot. Sie würden nach wenigen Minuten würden sie umfallen. Das sehe ich bei Ihnen nicht. Ich sehe bei Ihnen und bei Ihnen und übrigens auch bei den Demonstrationsbeobachtern, die das bei Twitter posten, keine Hypoxie, kein Wahrnehmungsverlust, kein starker Schwindel und keine blauen Flecken. Kannst du uns erklären, warum man 70 Jahre lang Gutachten darüber angefertigt hat, warum FFP2-Masken, was bisher ganz normale Arbeitsschutzmasken sind, bevorzugt zum Beispiel, wenn man mit Staubkörnern in Verbindung kommt, warum die nicht länger als bei großer Belastung 60 Minuten und bei mittelschwerer bis schwerer 90 bis maximal 120 Minuten getragen werden dürfen, danach mindestens 30, empfohlen sind 90 Minuten Maskenfreiheit. Darüber hat man Gutachten in den letzten 70 Jahren im Arbeitsschutz gemacht. Und du willst uns jetzt erzählen, dass es total sinnvoll ist, so eine Maske bei Kindern im Unterricht 6 oder 8 Stunden am Stück zu tragen. Ist das jetzt so, wie ich es verstehen kann? Weil man gut ein- und ausatmen kann. Also erstmal 70 Jahre lang gibt es die FFP2-Maske noch gar nicht. Nein, es gibt aber Gutachten zu Masken und dann weiß man seit 70 Jahren ungefähr, dass es Schutzmasken gibt und wo man den Leuten dann erklärt hat, Arbeitsschutzmasken, wie lange die zu tragen sind. Also nochmal, es gibt keine medizinische Evidenz dafür, dass durch das Tragen einer Maske ein Sauerstoffmangel im Blut entsteht. Ich habe übrigens auch Studien dazu dabei, falls das jemand interessiert. Ich bin auch auf Studien gespannt von Ihnen. Irgendwie konnte mir in den letzten... Irgendwie konnte mir von den letzten 50, 60 Demonstranten, mit denen ich geredet habe, noch nie jemand so eine Studie zeigen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ja jetzt. Es gibt eine Frage, die ich habe. Du siehst sehr sportlich aus. Ja, danke. Wir beide laufen einen Marathon. Du mit ordentlich angelegter FFP2-Schutzmaske. Und ich ohne. Und das Angebot mache ich dir tatsächlich, und ich meine das völlig ernst, unter Beobachtung, unter Messung, unter deiner Maske, was da alles so passiert. Der dauert dann ungefähr, wenn du sehr schnell bist, 4 Stunden. Das möchte ich von dir nicht verlangen. Das wäre so alles gut, ich bin im Bereich meiner Bestzeit. Wollen wir nicht machen. Wir werden bequem laufen. Wir werden so auf 5 Stunden hinlaufen. Und wir werden eine Messsonde anbringen. Und werden den Sauerstoffgehalt in deinem Blut messen. Lass uns das machen. Ich biete das hier an. Ich biete das offen an. Hier sind Leute, die richtig Ahnung haben. Und ich bin mit Dekra-Mitarbeitern auf einer Bühne gewesen, die unter einer Maske eine Sonde hatten und haben dann den CO2-Gehalt gemessen. Und wir werden dann den Sauerstoffgehalt in deinem Blut und in meinem Blut vergleichen. Und wir werden auch in den Grenzbereich gehen. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie du nach 42 Kilometern bluttechnisch aussiehst. Und wenn deine Meinung stimmt, und das wäre ein super Beweis, dann müssten deine Werte hervorragend sein. Also erst einmal weiß ich nicht, ob Sie dazu gezwungen werden, mit einer FFP2-Maske einen Marathon zu laufen. Es wird ja auch keiner gezwungen, die Maske im Unterricht 6 oder 8 Stunden zu tragen. Das ist ja alles freiwillig. Und auch du würdest dann freiwillig den Marathon laufen. Kein Zwang. Zweitens ist es so, dass natürlich der Punkt einfach, Sie verändern ja die Ausgangslage. Das ist medizinisch relativ schwach, denn Sie provozieren ja durch eine Höchstbelastung. Ich bin übrigens Triathlet, also ich kenn die Marathondistanz. Sie provozieren ja dann im Körper natürlich einen höheren Sauerstoffbedarf, so als sie im Alltag benötigen. Sie provozieren ihn sogar, der ist sogar 3-mal so hoch, als er normalerweise ist. Ja, aber ich habe doch richtig verstanden, dass du gesagt hast, weder beim Ein- noch Ausatmen wäre diese Maske hinderlich. Dann provoziere ich nichts, dann müsstest du doch hervorragend zurechtkommen, das kann eben. Also Sie können die Maske im Alltag ohne Probleme den ganzen Tag übertragen, ohne dass ein bedrohlicher Sauerstoffmangel im Blut stattfindet. Ja, dazu gibt es auch eine ganze Menge Studien. Studien, das tauschen wir. Alles gut. Ich lass mich doch gerne überzeugen. Das schauen wir uns mal an. Und also wir können aber hier noch das Thema wechseln, es gibt doch noch mehr Themen. Ja, machen wir ja gleich. Es gibt aber genug Studien, und jetzt kommt
eine der letzten Fragen. Du hast es wunderbar dargestellt. Du hast es mit diesen Tröpfchen erklärt, die an der Hand kleben. Meinst du, dass das die gleichen Tröpfchen sind, die nach ungefähr 5 bis 10 Minuten sich in den Masken sammeln, wo jede Hausfrau weiß, wenn sie in ihrem Badezimmer oder in anderen Räumen, wo sich Feuchtigkeit bildet, wenn da nicht gut durchgelüftet wird, dass sich dort Schimmelpilzsporen etc. melden, und dann sollten wir bei uns mal anschauen, was in einer Maske los ist. Und jetzt kommt das große Problem. Menschen, die Masken tragen, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich sehe das immer wieder und du hast es auch schon gesehen, und ich biete dir, ich bin der Ältere, ich biete dir das Du an, und ich finde, das ist einfach lockerer, wir stehen hier auf Augenhöhe. Wenn du das absolut nicht möchtest, können wir uns auch gerne siezen. Ich bin da ein bisschen lockerer drauf. Ich sehe immer wieder, dass Menschen Masken an Autospiegeln hängen haben. Seht ihr auch. Das heißt, diese Menschen benutzen diese Masken über Tage, Wochen, Monate. Und hast du schon einmal gesehen, ich kenne die Ergebnisse, was in einer Maske tatsächlich zu finden ist, die über mehrere Tage ein feuchtes Milieu hinter sich hat? Hast du mal eine Ahnung, welche Sporenpilze da entstanden sind und was die Leute dann einatmen? Kennst du diese Untersuchungen? Ich stelle sie dir gerne zur Verfügung. Ich kenne die Untersuchungen zu dem Thema, und das ist ganz einfach. Nach ein paar Minuten oder nach ein paar Stunden bildet sich übrigens kein Schimmelpilz. Was sie einfach tun ist, wenn sie die Maske den Tag übertragen, nehmen sie sich 3, 4 Masken oder 7 für jeden Tag eine, hängen sie die Maske offen auf die Wäscheleine, dann trocknet die und nehmen sie für den nächsten Tag eine andere Maske. So einfach ist das Problem gelöst. Den Versuch hat man gemacht, und auch da tauschen wir gleich mal ein paar Informationen aus. Da eine Metastudie. Wissen wir, ist alles gut. Also das, das ist ganz das, einfach, das die, wissen Maske, wir. Die Maske trocknet über einen Tag. Okay, jetzt, wir gehen jetzt mal von der Maske weg. Das haben wir jetzt alle verstanden. Wir können den Versuch, ich biete das trotzdem an. Du bist ja Triathlet. Also ich bin der Meinung, die einzige sinnvolle Maske, die ich kenne, und die ist auch echt Pflicht, wenn ich schnorcheln gehe, dann trage ich unfassbar gerne eine Maske, und die ist auch total sinnvoll. Eine andere Maske macht null Sinn. Und dementsprechend stelle ich einfach mal die Frage, ich würde alles unternehmen, wenn ich wüsste, dass ich damit Mitmenschen schütze. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, wenn ich wüsste, dass ich dich, irgendjemanden im Zuschauerraum oder überhaupt irgendeinen Menschen auf der Welt schütze durch eine Handlung, die mir in dem Moment vielleicht nicht sinnvoll erscheint, man mir aber hinterher erklärt, warum es sinnvoll ist. Und wenn es das Maskentragen wäre, glaube mir, ich würde es tun, und ich erkläre dir, warum ich es tun würde. Wenn ich wüsste, dass es ein Virus gibt, das so tödlich ist, dass eine Schutzfunktion einer Maske oder irgendwas anderes hilft, würde ich es machen. Aber jetzt mal von der Logik, von der logischen Seite her betrachtet, würdest du sagen, dass Viren weltweit vorkommen? Ja. Dann würdest du auch sagen, dass es unsinnig ist zu glauben, dass hier in Berlin am Brandenburger Tor runter bis unter den Linden oder rauf bis zur Siegessäule entlang des 17. Juni, dass die Virenlast hier wahrscheinlich keine andere ist als in Florida oder in Tansania oder sonst wo auf der Welt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Viren global verteilt sind, müssten sie doch weltweit relativ gleich verteilt sein. Meinen Sie jetzt in der Luft? In der Luft, natürlich, nee, weil wir weltweite Winde haben. Das ist Quatsch. Da muss ich medizinisch mal ganz, ganz stark eingreifen. Also ein Virus ist ja kein Lebewesen. Ein Virus erfüllt nicht alle Bedingungen des Lebens. Und ein Virus stirbt relativ schnell ohne einen Wirt. Also in wenigen Minuten. Ja, oder also in trockener Form, wenn es nicht in Flüssigkeit ist, dann in wenigen Minuten. So, in Flüssigkeit müsste der Tropfen erst trocknen und dann. Aber auch da einige Stunden möglicherweise, aber viel länger nicht, also definitiv nicht länger als einen Tag. Der Virus braucht also immer einen Träger, ja, einen Wirt. Das bedeutet, der Virus kommt in der Luft,
nicht in der Form, also in Aerosolen, klar, in einem Raum, über sehr einige gut. Minuten, über einige Stunden, auch wenn ich draußen bin und rede, dann spucke ich ja kleine Tröpfchen, beim Husten ungefähr 1,5 Meter, auch da drin befindet sich das Virus, wenn aber das ich beim Husten niemanden treffe, in die Augen oder er das einatmet und der Tropfen auf den Boden fällt, dann würde das Virus in einigen Stunden sterben. Also das ist medizinisch Quatsch. Der Virus kommt in der Luft nicht über mehrere Stunden einfach so vor, sondern nur für kurze Zeit und muss also super. Weitergegeben werden. Aber perfekt. Übrigens einige, ich weiß gar nicht, warum Sie jetzt applaudieren, also einige Stunden reicht durchaus aus, um sich anzustecken. Ja, super gut. Das heißt, wir haben eine Nacht dazwischen und du sagst einige Stunden und die ja, Nacht aber ist Sie der haben das Virus doch im Körper. Im Körper bleibt es. Hören Sie, wenn ich jetzt. Ich? Wenn ich Corona-positiv bin, biete ich den Lebensraum für diesen Virus. So, okay. Das heißt, ich habe eine Viruslast und die ist irgendwann im Rachen so groß, dass ich beim Husten, also einen Teil der Virusnacht, rausgebe. Wenn ich damit beim Husten jemanden treffe oder im Raum sich Aerosole bilden, kann das für einige Stunden infektiös sein. Gibt so, es, ja, na klar, gibt wenn ich krank bin, Sie haben recht, ich muss Corona-positiv sein. Wenn der Virus im Körper ist, kann der wunderbar überleben, okay. Bis der Wirt sterben wird. Jetzt habe ich aber eine Problematik erkannt. Nee, also eigentlich ist es ganz logisch, aber also bisher konnte kein Wissenschaftler nachweisen, vielleicht bist du der Erste, dann bekommst du dafür einen Nobelpreis, dass es eine Ansteckung im Freien überhaupt gegeben hat. Wo ist ein einziger Nachweis, ein einziger weltweiter Nachweis, dass es eine Ansteckung im Freien gegeben hat? Also diesen, durch ein Virus überhaupt gegeben diesen hat. Wir machen das einfacher. Nenn mir eine Quelle, und da sind wir alle sehr gespannt, in der eine Ansteckung im Freien nachgewiesen wurde. Gerne. Ansteckung von gesund. Ansteckung von, alles gut. Ansteckung durch wir brauchen doch jetzt hier Daten und Fakten. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum gibt es keine weltweit bekannten Sportler und alle Sportarten, die draußen stattfinden, finden einfach statt. Man darf Fußball spielen und wenn jemand positiv getestet ist, dann mag man trefflich darüber philosophieren, ob das positive Testergebnis tatsächlich eine Infektion ist. Und ich sage mal, der Nobelpreisträger Herr Mullins, das wird dir bekannt sein, hat selbst gesagt, was der PCR-Test kann, was er nicht kann. Und was er nicht kann, ist, dass er eine Infektion nachweist. Dafür müssen andere. Doch, das stimmt. Nein, stimmt nicht. Das stimmt, der PCR-Test kann keine Infektion nachweisen. Definitiv nicht. Soll ich erklären? Welcher Wissenschaftler? Soll ich erklären? Also erstmal zum Thema, dass Infektionen draußen stattfinden. Ich habe hier eine nette Studie, die das belegt. Können Sie sich gerne... Ich habe die noch einmal. Machen Sie ein Foto von. Ja. So, ich kann es auch nochmal einfach erklären. Es ist so klar, es ist richtig. Die Ansteckungsgefahr im Raum ist bedeutend höher. So, der Punkt ist aber, wenn ich jemanden beim Sprechen, der irgendwie nahesteht oder ich ihn anhuste, dann puste ich in diese Aerosolwolke einfach ins Gesicht und dann kann die auch ansteckend sein. Es ist die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich, das ist korrekt, deutlich geringer, aber sie ist nicht gleich null. Und das Zweite, warum ein PCR-Test, also Sie wollen sich ein Foto vormachen, warum ein PCR-Test eine Infektion nachweisen kann, es ist so, was wissen Sie eigentlich, was beim PCR-Test gemacht wird? Ja, ich weiß es. Und was? Es wird, das ist die Polymerase Chain Reaction. Polymerase Kettenreaktion zu Ja, Deutsch. Das ist die Chain Reaction, da kommt der PCR-Test her. Im Ausland auch bekannt als Drosten-Test, den kennt man dort nicht anders. Der heißt dort einfach Drosten-Test. Es wird ein Genstrang genommen, ein kleines Schnipselchen, das wird vervielfacht und mit... Jetzt müsste man eigentlich sagen, maximal 25 Wiederholungen, da könnte man es noch zulassen, 29 kann man sich vortrefflich drüber streiten, könnte man feststellen, ob dieses Genschnipselchen dann nachzuweisen wäre in der Probe, die ich habe, oder nicht. Das heißt noch lange nicht, dass dieser genetische Strang, den ich finde, tatsächlich infektiös sein soll. Und ich weise mal
auf die Untersuchung... Oh, Moment, das ist großer Unfug. Ja, Sekunde, ich rede zu dann bist du dran. Und ich weise auf die Untersuchung hin von Professor Streeck, der das Ganze in Heinsberg gemacht hat, wo er in die 100 Quarantänehäuser gegangen ist, die vom Robert-Koch-Institut als Quarantänehäuser gebrandmarkt wurden, und hat dort alles untersucht, was ihm überhaupt sinnvoll erschien. Klinken, wo jeder dran packt. Er hat sogar Abstriche genommen von den Menschen. Er hat sogar die Haustiere untersucht und musste dann völlig verzweifelt zugeben, dass noch nicht mal unter Laborbedingungen. Laborbedingungen sind, in dem Moment, wo der Abstrich gemacht wurde, wurden diese Teststäbchen direkt in eine Nährlösung gegeben, damit dort keine Sekunde verloren geht. Und er konnte noch nicht mal in einer einzigen Petrischale eine genetische wachsende Mutation dieser Viren nachweisen. Und er hat dann völlig verzweifelt gesagt, verdammt, ich weiß nicht, was wir finden, aber es scheint keine Infektion zu sein. Aber bei einer Infektion müsste eine Vermehrung vorhanden sein. Das ist völliger Unfug. Damit sich ein Virus vermehrt, braucht Herr Streeck, Sie haben hier eine Person, hören Sie jetzt genau zu, denn Sie sind ahnungslos. Sie bekommen jetzt erklärt. Das gesagt hat, das hat er genau so gesagt. Das hat er im Leben nicht. Weil ein Virus braucht, um sich zu vermehren, damit es überhaupt eine Mutation bildet, einen Wirt. Das klappt in der Petrischale gar nicht. Das ist unglaublicher Nonsens. Und das hat ein Herr Streeck niemals behauptet. Und jetzt zum PCR-Test. Sekunde. Das heißt, wenn er am lebenden Objekt, das heißt, er hat die Menschen genommen und hat dort die Abstriche gemacht, wenn er dort keinen Virus nachweisen konnte, können wir weiter davon ausgehen, dass diese Personen dann virenfrei waren? Wenn die Viruslast im Rachen, da wird ja der Abstrich genommen, wenn die dort nicht so hoch ist, dass also ich ein Coronavirus nachweisen kann, dann heißt es entweder, diese Person hat das Virus nicht, oder er befindet sich in einer Phase der Infektion, wo die Viruslast zu gering ist, dass das Virus nicht im Rachen vorkommt. Mit der Antwort bin ich sehr zufrieden, Herr Streeck. Sie haben recht gehabt, in ganz Heinsberg gab es nicht eine Person, die dann krank, sprich infektiös war. Also das stimmt nicht, aber okay, ich erkläre es nochmal mit dem PCR-Test. Hat er warum? Genauso festgestellt? Nee, hat er nicht so festgestellt, Sie müssen die Studie mal lesen. Ich habe sie gelesen. Ja, dann haben Sie sie nicht verstanden. Aber okay, jetzt mal zum Thema PCR-Test. Also was da gemacht wird, wollen Sie jetzt den PCR-Test verstehen oder nicht? Also. Lass dir bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Ist das wieder mal eure Meinungsfreiheit? Erinnert mich an letztes Mal. Ist alles okay. Gut. Also was beim PCR-Test gemacht wird, also Sie haben ja gesagt, es wird irgendein Virus-Genstrang genommen. Das ist so nicht richtig, sondern es wird bei der Polymerase-Kettenreaktion wird das Virus zerstört und dann die DNA isoliert. Ist übrigens nicht so kompliziert, das kann man bei größeren Zellen sogar in der Schule machen. Habe ich zum Beispiel in meiner Abitur gemacht. Ich bin noch nicht fertig. Nein, ich will eine Zwischenfrage. Das heißt, isoliert, wir bilden ein Isolat. Das funktioniert auch ohne Isolat, aber man kann es auch mit Isolat machen. Aber wenn wir die vier Kochschen Postulate erfüllen wollen, dann müssen wir das Isolat doch dann haben. Ja, wir haben das Isolat. Ich habe sogar zwei Studien dabei, die belegen, dass wir schon das Isolat haben. Okay, dann habe ich eine Bitte, weil ich möchte... Sekunde. Jetzt alle applaudieren. Können alle sich ein Foto von den Studien machen, die belegen, machen dass wir die Isolate haben. Gut, dann machen wir es einfach. Sekunde, wir machen es jetzt im letzten Jahr. Ja. Hallo? Meins funktioniert noch? 1,5 Millionen Euro Preisgeld für ein Virusisolat. Ja, okay, 1,5 Millionen Euro Preisgeld für ein Virusisolat. Dann hoffe ich, dass die Forscher aus Korea, die jetzt vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger als einem Jahr, Februar 2020, das erste Isolat hergestellt haben, das auch bekommen haben. Ich habe die Studie dazu dabei. Wurde auch schon in Deutschland gemacht, vom Professor Dr. Adams in Düsseldorf. Das Preisgeld ist nach wie vor ausgeschrieben und nicht abgeholt. Ja, dann, also, dann werden wir beide heute Geschichte schreiben. Ach, ich habe ausgesagt finanziell. Ich find's cool. Pass auf, wir beide machen eins. Ja. 1 Million Euro sind ausgelobt. 1,5 Millionen mittlerweile. Nee, pass auf, wir machen's anders. Wir machen's besser. Wollen Sie die Studie nicht haben? Müssen wir jetzt, doch, muss ich unbedingt haben. Wir machen's aber nicht auf der Bühne. Und ich lasse es jeden wissen. Wir nehmen gleich einen YouTuber. Wir beide. Und ich mache halbe mit dir, weil ich nicht habgierig bin. Wie bekommen das sind für uns 750.000 Euro pro Nase. Du bekommst die Hälfte ab. Es ist
eine Summe von 1,5 Millionen ausgelobt für das Isolat. Hat bisher noch keiner abgeholt, aber wir beide machen das. Ich finde das total gut. Also. Super. Super. Und ich habe eine Dreiviertelmillion, die ich in die Bewegung stecken kann. Ich bin total zufrieden. Der Tag heute hat sich absolut gelohnt. Also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Ich muss es nochmal sagen. Also Februar 2020 wurde in Korea das erste Isolat testgestellt, auch in den USA. Zu der Isolation habe ich auch eine Studie dabei. Auch in Deutschland wurde das schon gemacht von Professor Dr. Adams an der Uniklinik Düsseldorf. Hier wurde gerade gesagt, der Einzige, der lächerlich ist, bin ich. Danke dafür. Schau mal, ich ertrage das auch, dass hier Radler vorbeifahren und mir sagen, dass ich ein Idiot bin. Das musst du weglächeln. Ja, mach ich auch. Ist alles gut. Wir sind tief entspannt. Ich finde es nur so interessant. Ich habe mehrere Studien dabei. Das ist eigentlich das Höchste, was man überhaupt erreichen kann an Informationsgehalt. Eine wissenschaftliche Studie, die nach wissenschaftlichen Arbeitsschritten durchgeführt wird. Und warum ist dann Ihre Reaktion nicht, die querdenken wollen, die hinterfragen wollen, die nachdenken wollen, die das plakatieren? Warum werde ich dann hier ausgelacht? Warum sagen Sie nicht, oh, ist aber interessant. Sie haben eine Studie dazu dabei, die würde ich gerne mal sehen. Warum? Was ist denn das für eine Reaktion? Direkt eine Frage. Wir werden von unserer Regierung seit mehr als einem Jahr, mit Maßnahmen überschüttet und mit Maßnahmen, wie soll ich das sagen, malträtiert. Und jetzt habe ich direkt eine Frage und darauf hätte ich gerne eine Antwort. Hast du eine von der Regierung in Auftrag gegebene Studie dabei? Weil das wäre für mich das absolut Logische, dass die Regierung, die uns seit einem Jahr versucht zu erklären, was wir machen sollen, endlich mal eine eigene Studie präsentiert. Die einzige, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, die lief 4 Wochen und danach ist sie eingestampft worden, weil man das Virus nicht nachweisen konnte. Hast du eine von der Regierung in Auftrag gegebene Studie? Ja oder nein? Und ich war voller Hoffnung in dich, Mensch! Ich weiß auch gar nicht, warum das relevant ist, weil die Qualität einer Studie misst sich nicht an dem Auftraggeber, sondern misst sich einfach an dem Inhalt, was da drin steht. Nein, Sekunde. Jetzt widerspreche ich dir. Du argumentierst, dass ich Angst haben muss und Tausalz kaufen muss, weil das Wetter am Nordpol viel kälter ist als in Deutschland. Und ich sage dir, das interessiert mich nicht, wie das Wetter am Nordpol ist. Genauso interessiert mich nicht eine in Auftrag gegebene Studie in Burkina Faso oder wo die auch herkommt. Ich will eine Studie von der deutschen Regierung in Deutschland, damit ich verstehe, was für mich hier tatsächlich wichtig ist. Es interessiert mich nicht, was irgendjemand in Südafrika oder in China oder am Arsch der Welt gefunden hat. Ich möchte tatsächlich, dass deutsche Institute mit deutschen Wissenschaftlern in Deutschland irgendetwas gemacht haben. Es gibt auch die Studie von Professor Dr. Adams in Düsseldorf zum Isolat. Okay. Wir machen eins. Na was denn? Hier ist der Bernd. Und der bekommt die Studie. Du kannst ihm auch zuschicken. Das wäre schön. Und ich halte mein Wort. Aber und das filmen hier alle mit. Ich weiß gar nicht, wenn Sie sich so viel, also ich würde erstmal annehmen, dass die Wissenschaftler das Geld, wenn dann bekommen und nicht wir. Und zweitens, ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass bei Leuten, die sich so viel informieren, sie nicht über diese Studie gestolpert sind. Das hat, die Studie zu finden, für mich 10 Minuten gedauert. Perfekt. Und warum hast du die 1,5 Millionen noch nicht abgeholt? Hast du davon noch nichts gehört? Warte mal, diese lächerlichen 1, dieses Argument, es ist interessant, wie oft so ein Satz wie ein Lauffeuer verbreitet. Mich interessiert gar nicht, was irgendein Hyopa angeblich irgendwo mal gesagt hat. Ich habe hier eine Studie, ich habe sogar zwei zu dem Thema dabei, die das belegen. Das ist das, was für mich zählt. Ganz einfach. Ja, und wer Interesse daran hat, kann gerne zu mir kommen. Ich bin noch eine Weile hier. Der macht ein Foto vor und kann sich die gerne durchlesen. Ende der Durchsage. So, wollen wir noch ein weiteres Thema aufmachen? Politisches Thema oder sowas? Grundrechte? Also ich verspreche dir, und das ist hier, glaube ich, für heute, für mich ganz wichtig. Ich verspreche dir, dass ich mit dir halbe mache. 1,5 Millionen. Und das ist mein heiliges Versprechen. Und du wirst
die Leute, die das Geld ausgelobt haben, davon überzeugen, ich hätte die Reisekosten sogar vorstrecken, wir fahren dahin, du wirst mir gleich zeigen, in welchem Land, an welchem Lehrstuhl, in welchem Krankenhaus, in welcher Klinik dieses Isolat zu finden ist. Da fliegen, fahren oder was wir auch immer machen müssen, wir beide hin. Wir holen das Isolat ab und machen anschließend halbe-halbe. Ist das eine faire Vorgehensweise? Ich strecke alles vor, ich bin im 100% des Risikos. Es ist mir und wir machen. Warum? Du kannst das Geld von mir. Also ich wirklich, können wir das Thema von diesen 1,5 Millionen wechseln? Ich habe genug dazu gesagt und vielleicht ein anderes noch aufmachen. Dann habe ich eine Bitte. Du scheinst so viel Geld zu haben, dann gib mir einfach ein bisschen was ab. Ich bin im Moment echt finanziell sehr schlecht aufgestellt. Ist alles gut. Ja, also einfach ein Foto von machen. Ich habe sie ja im Ordner. Gut, aber gerne. Ich bin ja noch kurz, habe ich noch Zeit. Ich habe noch ein bisschen länger Zeit. Noch eine Frage, noch ein Thema. Vielleicht ein politisches Grundrecht oder so auch mal ein Thema. Also ich bin jetzt nicht restlos davon überzeugt. Sekunde, bist sofort dran. Ich höre dir sofort zu. Ich habe nur eine Sache. Ich bin jetzt nicht restlos davon überzeugt, dass es vernünftige Studien zu dem Thema gibt. Ich habe heute aber gelernt, dass die Bundesregierung, und da gehen wir jetzt, glaube ich, konform, bis heute es nicht geschafft hat. Und gehen wir doch mal davon aus, korrigiert mich, Oktober 19 gab es den ersten Hinweis, dass irgendwo in Wuhan irgendwas entfleucht ist, was bei Fledermäusen oder weiß der Kuckuck wo festgestellt wurde. Wir sind also jetzt 18 Monate weiter. Und innerhalb von 18 Monaten hat die Bundesregierung weder eine Studie hinbekommen, die zeigt, wo es Ansteckungen gibt, noch wer sich ansteckt, ob es Berufszweige gibt, die besonders ansteckend sind, ob es Orte gibt, die man meiden muss, ob es Zeiten gibt, die man beachten muss, weil das Virus anscheinend so hochintelligent ist, dass es gewisse Höhen ausgleicht, dass es erkennt, ob jemand nachts beruflich unterwegs ist, weil nur für die Idioten, die arbeiten, ist es ungefährlich. Wenn wir rausgehen nach 22 Uhr, wisst ihr, das ist euer Todesurteil, ihr werdet hingerichtet von einem Virus, das wahrscheinlich wie der Sensemann mit so einer großen Sense unterwegs ist. Das Virus ist zweifelsfrei, wenn es nicht das gefährlichste aller Zeiten ist, das hochintelligenteste. Das ist hundertprozentig erwiesen. Und mir fehlt die Fantasie, warum dieses Virus so unfassbar intelligent sein soll, wenn du gerade bestätigt hast, dass es kein biologisches Wesen ist. Also muss es... Nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern? Natürlich ist es ein biologisches Wesen. Ich habe einfach gesagt, es erfüllt nicht alle Bedingungen des Lebens. Ein Teil der Bedingungen des Lebens... Also Hirn hat es anscheinend nicht, weil es zu klein ist. Eine Bakterie zum Beispiel ist ein Lebewesen, das hat kein Gehirn. Aber woher nimmt dieses System, oder wie wir das auch immer nennen wollen, die hochintelligente Fähigkeit, dass es all das, was ich gerade gesagt habe, umgehen kann und nur die Menschen trifft, die sich nicht im Restaurant dran halten, keine Ahnung, Barhocker, ist das jetzt Sitzen oder Stehen? Das wollte ich immer schon mal fragen. Da weiß ich nicht, ob ich beim Trinken eines Getränks fällig bin. Das ist doch alles so unsinnig. Entweder ein Virus ist... Warum ist das unsinnig? Entweder ein Virus ist gefährlich oder es ist nicht gefährlich. Und es ist weder von der Uhrzeit abhängig, noch von der Fallhöhe, noch weiß ein Virus, ob ich beruflich unterwegs bin oder privat unterwegs bin. Also ob ich jogge oder am Bau arbeite in der Nacht, das ist doch alles hirnrissig. Nein, das ist nicht hirnrissig. Es gibt zum Beispiel zum Thema... Zum Thema Ausgangssperren, was da, glaube ich, hier gerade durchgeht, gibt es eine Studie von der Universität Oxford, die zeigt, dass Ausgangssperren ab 22 Uhr bis 5 Uhr das Infektionsgeschehen um 10-20% senkt. Warum lachen Sie? Warum buhlen Sie? Lehnen Sie sich doch die Studie einfach durch. Ja, pass auf, ich sag dir, warum das Schwachsinn ist, weil... Also, haben Sie die Studie gelesen? Ganz einfach. Haben Sie die Studie gelesen? Ich brauche dazu keine Studie zu lesen. Wissenschaft ist nicht wichtig. Nein, Sekunde, es ist total ist nicht wichtig. Wissenschaft. Aber dann lese ich auch die Studie. Die Leute sind 90% der Zeit von 7 Uhr bis 22 Uhr unterwegs und nur 10% zwischen 22 Uhr und 7 Uhr. Es würde total Sinn machen, uns von morgens bis abends einzusperren und nicht von abends bis morgens. Das wird aber nicht gemacht, weil dann nämlich alles zusammenbrechen würde und wir nämlich nicht, früher nannte man das, glaube ich, offener Vollzug, wenn man morgens aus der Zelle rausgelassen wird, um arbeiten zu gehen, abends nach Hause kommt und wieder eingesperrt wird,
Das war offener Vollzug. Und das funktioniert, weil wir uns draußen nicht anstecken, weil die Leute im Amazon-Lager mit 500 auf 200 Quadratmetern sie nicht anstecken. Da werden nämlich Milliarden gescheffelt. Da ist noch nie jemand angesteckt worden. Das ist nämlich innen und nicht draußen. Und wir sollen draußen beim Joggen mit 20 Meter Abstand mit einer Maske unterwegs sein. Also das erstmal ist, brauchen Sie beim Joggen keine Maske zu tragen. Da widerspreche ich dir, da hast du gar keine Ahnung. Nein, wenn in einer Fußgängerzone Maskenpflicht ist, ist es scheißegal, ob ich gehe, ob ich jogge, ob ich krieche. Ich habe eine Maske zu tragen. Punkt. Und das ist Schwachsinn. Und zweitens kommt es ja nicht zwingend darauf an, wie viele Leute über einen bestimmten Zeitraum unterwegs sind, sondern mit wie vielen Leuten sie sich treffen. Ja? Und wenn Sie zum Beispiel tagsüber im Supermarkt unterwegs sind, eine Maske tragen, ist natürlich etwas anderes, als wenn Sie abends mit 10 Leuten zusammensitzen und keine tragen. Aber gerne, ich habe ja die Studie genannt, Sie können sich das gerne durchlesen, Sie interessieren sich für die Wissenschaft nicht, haben Sie gerade gesagt. Absolut. Sie interessieren sich dafür nicht. Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie brauchen die Studie nicht. Ich brauche keine Studie, wo es um Ausgehsperren geht. Die brauche ich wirklich nicht, Wenn Sie Nachdenken und Querdenken plakatieren, dann müsste doch für Sie interessant sein, es gibt eine Studie von der Uni Oxford, die zeigt wohl, das Infektionsgeschehen sinkt dadurch um 10-20%. Ich hätte gerne eine Studie von der Uni Berlin. Und nicht von irgendeiner Uni Oxford oder Cambridge oder sonst was. Mach mal eine Frage von der Uni Berlin. Hallo, alles gut. Eine Frage. Wird sich geben. Junger Mann. So. Hallo. Junger Mann, Sie haben. Also alles gut. Ein bisschen ist gut. Ganz ruhig. Wenn Sie keine Frage mehr haben, würde ich noch was zum Abschluss sagen. Wir machen das sofort. Wir beide gleich. Also eine Frage ist kein Interesse mehr an der Frage, deshalb noch was zum Abschluss. Schauen Sie, irgendwie wird sich, glaube ich, Ihre Bewegung ziemlich schnell im Sand verlaufen. Weil der Punkt ist, Ihre Argumentation baut immer auf Sachen auf, die... Hören Sie doch einfach mal eine Minute zu. Vor ein paar Wochen wurde hier noch durch das Infektionsschutzgesetz die Diktatur eingeführt. Ein paar Wochen später, irgendwie, die Diktatur ist immer noch nicht da. Im Gegenteil, es wird gelockert. Das nächste Ding ist der große Impfgenozid, der kommt, ja. Die Spätfolgen, mittlerweile ist es aber schon 6 Monate her, dass die ersten Leute ihre Impfung bekommen haben. Und wo sind die ganzen Toten? Mein Großvater ist geimpft, meine Mutter, mein Vater, ich selbst, meine Großmutter ebenfalls. Wo sind die Toten? Gestorben ist noch keiner. So, und genauso ist es, das liegt ja daran, man sieht es ja auch, es werden weniger Leute. Vor ein paar Wochen oder vor einem Monat waren es noch 150 Leute, jetzt ist es vielleicht noch 50. Weil einfach gesehen wird, dass diese ganzen Argumente einfach irgendwann im Sande verlaufen. Bis zum Ende des Sommers, wo die letztens gesagt haben, wir einen großen Impfgenozid. Ich bin gespannt. Die Tage und Wochen werden vergehen, was sie prophezeit wird, tritt nicht ein. Und dann ist die Grundlage für das Ganze entzogen. Wir können eine Wette machen, Sie werden sehen. Und ansonsten schönen Tag noch. Das kann man ja auch nicht erfragen. Ja, ist gut, Bernd, ist okay. Ich meine, ich bin immer für eine zweite Meinung. Ist alles gut. Ich bin immer für eine zweite Meinung. Und wenn der junge Mann sagt, ja, die wissenschaftliche Studie, danke ich dafür. Schicken Sie mir das bitte per E-Mail, ich kaufe es mir gerne an. Es gibt ja immer neue Erkenntnisse, überhaupt kein Thema. Und ich bin ja auch nicht vollkommen und ich weiß auch nicht alles. Es ist eindeutig so. Dankeschön. Es gibt ja einen Professor Zastrow, bitte mal zuhören, ganz sachlich bleiben, ganz ruhig. Der war beim Berliner Koch-Institut, beim RKI der Chef. Der war von den Vivantes-Kliniken der Chef und der arbeitet im Klinikum als Hygienechef in Potsdam, immer noch in Brot und Würn. Ist 70 Jahre Hygieneprofessor und hat am Anfang auch die Bundesregierung beraten. Und der macht seit 30 Jahren Mundhygiene, Nasenhygiene und andere Hygiene. Und der Professor Zastrow, und da hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe diesen Beitrag bei YouTube, der war im Mittelrheinischen Rundfunk, der ist auf meinem Kanal Öffentliche Reden, habe ich gerade heute hochgeladen, Öffentliche Reden. Könnt ihr euch das alles durchlesen. Und er hat nochmal im Interview, 8 Minuten, einen Redakteur Auskunft gegeben.
Erstmal hat der Redakteur gefragt, warum weiß das keiner? Sagt, ich habe es denen ja alles erzählt, aber Virologen haben kein Interesse an Hygiene. Ich sage, ist hier völlig irre, da geben wir so viel Geld aus für Impfungen und mit dem einfachen Mitteln kriegen wir es weg. Und er sagt eindeutig, und den Professor glaube ich jetzt erstmal mehr als allen anderen, wir müssen uns wieder einmal in Erinnerung rufen, wo das Virus herkommt. Das ist nun mal die Mundhöhle des Menschen. Es gibt keine andere Quelle. Das Virus kann nur nicht über die Nase, sagt es ist zu trocken, das, und nicht über die Augen, jetzt sowieso nicht, das geht hier nicht durch, das ist kein Schutz von Pistole. Das ist doch so, das ist eine, atmest du ein. Und das entwickelt sich erst in der Mundhöhle, innerhalb von 2 bis 3 Tagen, schreibt Professor Zastrow, und erst dann hat es die Viruslast, um widerstandsfähig zu sein und dann in die Lunge zu gehen. Also, wer kann durchaus ein Virus oder andere Sachen geben. Wer also Angst hat, dass er irgendein Virus irgendwo einatmet, und das ist völlig egal, ob der jetzt im geschlossenen Raum sitzt, im Raum mit 500 Leuten, im Fußballstadion oder hier, oder bei der Polizeifeier oder bei Bayern Spahn in der Villa, haben sie auch schon gefeiert. Gut, da musst du noch 9.999 € spenden, wollte ich auch nicht, hat mich einladen. So, dann ist doch völlig egal. Du kannst keinen Virus bekommen, wenn du jeden zweiten Tag oder dritten Tag zum Beispiel mit 17 verschiedenen Mundlösungen, Beta-Isodona, ein paar Tropfen machst, genauso viel Wasser und gurgelst, dann ist der Virus tot. Und er kann sich dann wieder durch Neuansteckung entwickeln, aber der braucht 3 Tage, bevor in die Lunge geht. Und das ist eine wissenschaftliche Aussage von einem Honorarprofessor, der an der Klinik in Potsdam als Hygienechefarzt arbeitet und ein RKI geleitet hat. Und wo der Reporter fragt, warum ist das so einfach, sagte, das ist eben so einfach. Das glaubt mir jetzt zwar keiner, aber ich mache es ja 30 Jahre. Abtötung von Sachen mit Gurgeln und anderen Sachen ist doch ja keine neue Erfindung. Und das frage ich mich ja, wenn der Professor Zastrow das jetzt im Juli gesagt hat. Und Spahn hat es hier in der Osnabrücker Zeitung geschrieben, dass Gurgeln hilft. Vom 12. Dezember, kann ich euch geben, einen Artikel Osnabrücker Zeitung, wo Spahn sagt, Gurgeln kann viel vorbeugen. So, Spahn. Ja. Und der Zastrow hat auch mit dem Spahn und mit den anderen darüber gesprochen. Ja, aber die haben das ja nicht weiter popularisiert. Und dann frage ich mich ja, die einzige Grund ist hier, was wir uns fragen, alle beide, warum wird das, wenn das so einfach ist, mit so einem einfachen Mittel, so eine Pandemie, die würde sofort auf der gesamten Welt, schreibt der, beendet sein. Aber ich garantiere euch, kein Toter in den Altersheimen, der gestorben ist, die hatten eine Maske auf, sind aber gestorben, auch mit dem Virus, weil sie nicht gegurgelt haben. Keiner ist gestorben in Deutschland, der gegurgelt hat. Und das ist doch verantwortungslos, wenn Politiker 79.000 Leute sterben lassen und die gesamte Welt 100.000 an irgendwelchen Viren sterben und nur mit Gurgeln, was so wenig kostet, da kostet eben die ganze Flasche 13 Euro, die reicht ein Vierteljahr, verstehst du, sich leisten können. Wir könnten fässerweise Gurgeln nach Afrika bringen und nach Indien und überall. Und da kann die Mutante kommen, wie sie will, die kann heißen, wie sie will. Indische Mutante, Kreuzberg-Mutante, Henningsdorf-Mutante, was weiß ich, völlig wurscht, wenn die kommt, gurglich und ist die Mutante tot. Also zu was wird das den Leuten nicht mehr propagiert? Ich stelle mich hier hin und dann sagen die schon, gurgel werden zu mir, gut, ist im Internet, und sagen, der hat einen an der Klatsche. Aber die brauchen doch bloß im Internet gehen. Ich habe ja auch bloß im Internet recherchiert. Professor Zastrow. Und dann geben sie es ein, Wikipedia und sonst was alles und die Internetseiten. Und ich schicke ihnen den Text zum Fernsehen und vom Rundfunk. Warum wird denn sowas behauptet? Hier steht ein junger Mann, der erzählt uns was da, dass wenige Leute und wir nicht verändern können. Er muss doch die Welt verändern, das ist doch seine Zukunft. Und wenn er so ein Vollidiot ist und seine Eltern impfen, das sage ich mal so ganz hart, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ich lasse mich doch nicht impfen mit einem Stoff, der noch keine Notzulassung hat in Deutschland, Notzulassung überall auf der Welt. Der kann ja gut gehen, es kann ja gut gehen, dass die Impfung schützt. Aber die hat doch schon jetzt nachgewiesen, keine Antikörper gebildet, von auch Professoren, haben sie auch schon gesagt. Die haben ja keine Antikörper. Und für diese Tante, die jetzt da ist, was weiß ich, Covid-19 hat die vielleicht geholfen, aber für die nächste Mutante hilft die garantiert nicht, sagen auch schon wieder Professoren. Das heißt, du bist doch ständig nur am Impfen. Und jetzt wollen sie einen neuen Multi-Super-Stoff entwickeln, der den alle Mutanten tötet. Aber die Garantie übernimmt doch keiner. Und meine Ärztin, und ich habe eine gute Ärztin, sagt der Herrmann, ich impfe mich nicht. Es ist nicht getestet. Alle Testungen der Welt und alle Impfungen der Welt haben weniger Tote verursacht als bisher AstraZeneca, BioNTech. Jetzt schon über zigtausend Tote und 100.000 Nebenwirkungen auf der Welt. Das musst du auch mal lesen. Wo ist denn der Hinterklärer hier?
Ja? Das heißt, es gibt schon jetzt mehr Tote als mit allen Masernimpfungen vorher. Das heißt, alle anderen Impfungen haben auch Nebenwirkungen. Aber jetzt schon sind mehr Leute gestorben an den Impfungen mit Corona als vorher. Und das sind auch wissenschaftliche Fakten. Und ich lasse mich doch nicht impfen in irgendein Zeug, wo ich die Wahrscheinlichkeit habe, wenn die Opus 0,3 höher ist als die Sterblichkeit. Bernd, ich habe das Risiko, an einer Impfung zu sterben, ist höher oder Nebenwirkungen zu kriegen, als die Sterblichkeit durch Corona zu sterben. Also ich kann noch bis 3 zählen, verstehst du? Was mache ich denn da? Und wenn ich weiß, ich könnte mich nicht schützen vor Corona, wenn ich wüsste, die Pandemie und die Leichen liegen ja überall Leichenberge rum. Ich habe gerade mit einem Bestatter gesprochen und sagte, ich habe im letzten Jahr 6 Leute beerdigt. Der darf nicht reden, weil der Beamter ist, sonst kriegt der Ärger. Ich habe gerade mit ihm gesprochen und sagte, ich, das ist eine Riesensauerei, was den Leuten sagt, der Bestatter, der ist im öffentlichen Dienst, der wird aber entlassen, der arme Kerl. Ich habe vor 6 Wochen hier mit dem Hauptverantwortlichen vom Zentralfriedhof in Berlin gesprochen. Und der hat mir vor 6 Wochen erzählt, so wenig Leute wie in den letzten 12 Monaten haben wir in Berlin noch nie unter die Erde gebracht. Also das ist Fakt. Das ist Fakt. Und auch die ganzen Bilder, die uns geschickt werden, das wissen die Leute hier alle. Dass man natürlich 2, 3 Bestatter rausnimmt, die dann unglaublich klagen, oh, wir kommen nicht nach, wir kommen nicht nach. Ja, ist doch logisch, warum. Weil bisher die Leute, die in grenznahen Bereichen verstorben sind, bei uns, ich komme bei uns, das ist aus dem Raum in Dortmund, ist Holland nicht weit. Die Verbrennung der Leute in Holland ist günstiger. Und hier, ihr habt es nicht weit nach Polen. Wenn wir noch ein bisschen weiter gen Osten gehen, genau in den Grenzstädten, natürlich werden die Toten nach Polen gebracht, natürlich werden die dort verbrannt. Und jetzt ist doch eine Sache ganz logisch. Wenn sich das 20 Jahre lang eingependelt hat und die Bestatter dann mit einem gewissen Aufkommen an Toten zurechtkommen und dann verboten wird, Tote ins Ausland zu bringen, dann ist doch logisch, dass es eine Überforderung gibt in diesen grenznahen Bereichen. Leute, worüber reden wir? Der Logik folgend wissen wir doch, was passiert. Insgesamt gibt es aber nicht einen einzigen Toten mehr in Deutschland. Und das ist die große Problematik. Und ich sage euch, ich muss gar nicht Millionen Studien wälzen, um zu verstehen, dass wir auf großem, auf allerhöchstem Niveau verarscht werden. Das muss niemand. Und ich sage euch, es gibt nur einige ganz wenige Kennzahlen. Und die sind wichtig für mich. Und ich sage euch, welche für mich wichtig sind, vielleicht sind die auch für euch wichtig. A, wie hoch ist das Durchschnittsalter der Menschen, die überhaupt sterben? Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Menschen, die in Verbindung mit Corona sterben? Für Deutschland weiß ich es sehr genau, 83,7 in Verbindung mit Corona zu 80,3 oder 4 ohne Corona. Jetzt müsste mir irgendein ganz Schlauer erklären, ich kenne natürlich die Begründung, da können wir gleich noch drüber reden, aber in erster Instanz hätte ich jetzt das Gefühl, ich sage es nochmal, 83,7 in Verbindung mit, ihr wisst, früher hieß das mit Corona oder an Corona, jetzt sagt man in Verbindung mit. Und 80,3 ohne, verdammt, statistisch klingt das doch für mich lebensverlängernd, oder? Wovor soll ich jetzt Angst bekommen? Und die anderen Zahlen, die wichtig sind, das gilt aber weltweit, Italien 87 und drüber in Verbindung mit Corona, wo da auch noch Gelder bezahlt werden, das will keiner hören, ich kann es aber gar nicht mehr verschweigen, wo Geld bezahlt wird, wenn aus einem normalen Toten ein Corona-Toter gemacht wird, daran wird. Ich sehe Nicken, komischerweise, ihr wisst das alle, verdammt, da drüben wird gerade eine Gegendemo aufgemacht, Gegendemo gegen das, was wir machen. Und die wissen das anscheinend nicht. Und mir fehlt ein wenig das Verständnis, weil wenn wir hier stehen für Freiheit, für Frieden, für maskenlose Kinder und da drüben ist eine Gegendemo. Ich habe vorhin schon mal gefragt, ich werde auch rübergehen und fragen, wenn das eine Gegendemo ist zu dem, was wir hier machen, dann seid ihr gegen Freiheit, das heißt, die finden Gefangenschaft geil, ihr seid gegen Frieden, das heißt, die sind total, super, super, komm auf die Bühne, komm auf die Bühne, oh, den Stinkefinger hätte ich gerne, hallo Polizei! Ein Stinkefinger. Also Nein, wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn deine Familie gegurgelt hätte, wäre keiner gestorben.
Lass deine Familie gurgeln, du bist selber schuld, wenn das nicht weißt. Jeder, der morgen gurgelt, stirbt keiner mehr. Das ist hier schlimm genug, wenn so viele Leute gestorben sind. Im Altersheim sind über 30.000 Leute gestorben. Die sind nicht nur an Corona gestorben, die hatten kein Vitamin D, eindeutig bewiesen. 200 Obduzierte von Professor Püschel, keiner ist an Corona nur gestorben. Die hatten maximal eine Lebenserwartung von noch einem halben Jahr, weil sie schon todsterbenskrank war. Und es sind 4 Kinder auf der gesamten Welt eventuell an Corona gestorben, aber die hatten garantiert auch zu wenig Vitamine und Vorerkrankungen. Das heißt, die Leute sterben nicht, wenn ein starkes Immunsystem hat. Kannst du ja nicht an Corona sterben? Kannst du ja nicht. Aber wer ein schwaches Immunsystem und krank ist, der braucht die Vitamine, der braucht die gesunde Ernährung, der braucht die medizinischen Kräuter. Ich bin stark wie ein Ochs, ich habe keine Angst vor Corona. Kann es sein, dass wir die Triage, die man sonst zur Anwendung bringt, dass wir das völlig falsch machen, dass wir den echten Blickwinkel dafür verloren haben, dass wir hier Angst haben, weil vielleicht eine Handvoll Kinder vielleicht daran gestorben sind und wir aber, wenn wir der Welthungerhilfe glauben, schenken dürfen. 15 bis 30 Millionen Kinder jedes Jahr durch die Maßnahmen opfern. Kann es sein, dass man die Eltern dieser Kinder verstehen sollte, dass die verzweifelt sind? Kann es sein, dass wir die Schwerpunkte völlig falsch setzen? Kann das wirklich sein?